Morgen. Ich bin gerade wieder am Umsatteln. Ich hänge mir den Dreieckser wieder drauf. Dann lade ich den Radlader, den L566, der hier im Hof steht. Und der geht rüber nach Mainz, in die Kurmainz-Kaserne. So fängt der Tag mal an. Dann weiß ich schon, fahre ich nach Maasweiler, lade dort einen Bagger für einen Kunden. Und der geht zurück nach Kaiserslautern. Der will schon wieder durchfahren. Ist doch nicht mehr normal, da. Meine Fresse, ey. So, wir haben schon gleich 14 Uhr. Mal gerade in Rammstein hin. Unsere Erdbaustelle. Einer unserer Erdbaustellen. Hab da jetzt unseren R936 geladen. Er geht jetzt rüber nach Kreimbach, Kaulbach. Irgendwo mitten rein in den Ort. So. Hab ich ja gesagt, dass irgendwas piepst oder quietscht beim Fahren. Kann man das erkennen? Mein Dreieckslenker hinten. Das hier hinten. Auf jeden Fall ist der kaputt und das ist die Ursache. Weil das hier so laut quietscht. Den hole ich jetzt noch schnell in Kaiserslautern. Und dann wird der morgen früh erst repariert. Diese Aufnahmen stammen schon vom Dienstagabend. Der Dienstag nach der Reparatur war ich morgens in Sembach, habe einen Radbagger geladen für zu uns in die Werkstatt und dann habe ich Legosteine gefahren. Das hat recht lange gedauert. Wie gesagt, jetzt ist hier schon ziemlich Feierabend und jetzt lade ich hier diesen R934, der hier steht, auf der rechten Seite. Mir gab es leider nicht zu filmen. So, morgen. Gestern Abend war ich halt noch in Sembach bei den Amis, hab den 934 noch vorgeladen. Der geht heute Morgen nach Budenheim rüber. Also hier bin ich richtig. Da ist er richtig. Ja, echt nicht mehr normal.
gar nicht viel, glaube ich. Die ist da hinten raus in den Wald. So. Wir haben 11:15. 25 Grad. Hier hätten wir hitzefrei bekommen, ne? Hab jetzt die Hebebühne. Der blaue Pfeil ist da, wo ich gerade stehe. Hier an diesem Punkt, Breslauer Straße 7. Steht noch, früher gab es doch diese Stromverteilertürme. Gemauert waren die. Und da ist Asbest nebendran. Deshalb brauchen die da die Hebebühne. Muss erst Asbestsanierung gemacht werden. Was heißt denn Sanierung? Entsorgung. Und dann kommt ein Bagger rein. Aber ich bin mal gespannt, wie wir da einen Bagger reinbringen. So, auf jeden Fall ist es mir definitiv zu haben. Oder wir haben lieber Maschinen zu fahren. Aus dem Steinbruch in Göllheim 4 Stück, 2 Mulden. Einen R936 und eine Planierraupe, eine 726. Ein Teil geht nach Landstuhl, ein Teil geht nach Ludwigshafen zur Liebe. Hier steht die ganze Pracht, einmal eine Mulde steht hier, eine Planierraupe. Und hier steht der Bagger, der R936. Ich lade jetzt auf alle Fälle zuerst den Bagger. Planierraupe muss ich mal messen, die hat die breiten Moorketten drauf. Na, gucken, ob das geht mit dem hier, mit der Baggerbrücke. Wenn das lichte Maß zwischen den Ketten mehr als 1,35 Meter ist, geht es, gar kein Thema. Ansonsten ist wieder bescheiden. Gut.
So, eine Seite ist halt nicht dahin. Geht recht weit runter der Arm, ne? Aber passt. Ja, ist mal nicht so hoch. So. Und noch eine Seite. Die Rampe drauf. Und noch eine Seite Ketten dran. Kette Knecht. Ich nicht weiß, ob ich die beiden Mulden fahre. Heute wird das eh nichts mehr. Wenn, dann fahre ich die eh morgen früh. Weil der Bruch macht hier um 14 Uhr zu. Nehme ich euch mal kurz mit rein. Da ist der Einstieg schon ganz anders. Bei der alten Mulden war der Einstieg hier vorne. Au. Alte Rentnerknie. Ist aber auch ein. So. Wir sind hier gefahren. Im Prinzip alles selber. Komm mal. Ich weiß jetzt nicht, gehört die, ist die hier drin Standard? Keine Ahnung. Ist halt alles neu. Ne? Man hat, ich finde, man hat eine viel bessere Rundumsicht hier als in den alten Mulde. Da liegt mich am Arschknopf. Genau, das ist jetzt der hier. Wenn ich den drehe, hier gehen alle Sperren rein. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die fahre. Irgendwas blinkt rot. Keine Ahnung. Lassen wir hier. Falls der Kollege kommt,
dass er einen Schlüssel hat zum Abgeben. So, jetzt mache ich meinen Löffel fest und dann hänge ich zusammen. Das hören. Jetzt hört man es, oder? Sieht auch hier vorne drin die beiden kleinen Lüfter. Dann Klima. So. So, 20 nach 1. Jetzt geladen hier. Jetzt fahre ich rüber nach Landstuhl. Geht die Schranke hier zu. Also schaffe ich das heute nicht mehr. Machen wir dann morgen weiter. Ich fahre jetzt nach Landstuhl, lade dann ab und dann fahre ich am Haftgelände vorbei und lade dort eine alte Walze. Geht dann nach Hause. Umbauen und was kommt wieder, einfach mal wieder was machen.